Was macht eine Sitcom, wenn sie keine Idee oder keine Zeit hat? Outtakes, genau. Jetzt, wir sind keine Sitcom, aber wir sind auf YouTube und YouTube ist im Internet. Und was dominiert das Internet, schon seit es das Internet gibt? Genau, Katze. Und darum haben wir uns gedacht, Genies, wie wir sind, kombinieren wir jetzt das Outtake-Video mit einem Katzenvideo. Die Outtakes sind ziemlich grusig, also falls ihr nicht gerne Fäkalhumor habt, dann würde ich euch das empfehlen, nicht zu schauen. Ja, ich lade dich schon ab, sonst wollte ich nur noch Danke sagen für den riesen Support, den wir in den letzten paar Wochen bekommen haben. Das Militärvideo ist explodiert auf Facebook. Die Abonnentenzahl auf YouTube haben wir jetzt auch 300 überschritten. Ist also crazy shit! Wirklich cool. Danke euch. Wir haben 3 Videos in der Pipeline. 1 Militärvideo, 1 neues Fiddli-Fragen und 1 geheimes Projekt. Also wir sind nicht ideellos. Ja, für euch gibt es jetzt Outtakes kombiniert mit Katzen. Also viel Spaß. Tschüss. Hallo, da hast du ja... Haneda, Sveni, hey, hey, Racha, Hesida, Hanisuhu, Sponge, Babu. Hi. Nee, weißt du, wieso zu mir, Alter? Du bist so ein hässlicher Sack. Boah! Boah! Und ratet mal, habe ich jetzt Bock auf weniger Bonus? Shit. Das ist ein Haui Rülpse, das sind genau so Rülpse. Wirklich im Fall. Wenn ihr nicht seht, wer es ist, gesagt der Haui. Guten Abend miteinander, willkommen bei Nessblog. Bitte kommt mit, ich zeige euch das Studio und das Gebäude. Hier da, das WC. WC. Lieber allergisch gegen Zucker oder gegen Salz? Salz, weil ich so ein Süßer bin. Selfie, machen wir Selfie. Kuchi. Ich habe schon immer gewusst, dass Pussis auf mich stehen. Wortwörtlich. Da ist unser. Das ist einfach ein Mojito. Da werden Ideen gesponnen. Reis wird hier gekocht, Reis. Hier gesponnen und Reis gekocht mit Senf. Wir haben natürlich auch noch das Neueste vom Neuen, die PlayStation 3. Shoutout to Sony. Und der so. Du hast bald 1 Million von denen gefressen, Mann. Oh, das hat noch schon. Er kaut die Pizzas. Er kaut sie. Kommen wir zum Nonplusultra von dieser Wohnung. Dort, wo der Magic passiert. Der Balcony. Mit dem Mac. Asus. Wie ihr gesehen, es ist Sommer. Was ist, wenn es nicht Vollmond ist, ist es Halbmond. Leute, die Fitzelis kauen, anstatt zu suckeln, denen kannst du nicht trusten. Regel Nummer 1. Widerlich. Der Grund, wieso ich euch heute in die Stube, oder besser gesagt in das Haus eingeladen habe, ist, weil wir schon lange kein Video mehr gemacht haben und es ist eigentlich nur ein Lückenfüller. Darum haben wir eigentlich gedacht, wir machen eine Hausbesichtigung. Ich habe mir mit Fürz zum Lachen bringen. Oh, da, wenn man so dumm hustet. Oder Kotzgrüße. Ich bin ein einfach gestrickter Geist. Okay. Ahoi, das ist der Miro. Der Miro ist ein steiler Griech. Er ist eine schwarze Katze, aber hat mir noch nie ein Unglück gebracht. Geil. Geht auf unseren Kanal, abonniert und liken auf Facebook und Instagram. Geht auf unser Facebook, abonniert unseren Kanal und Instagram. Geht auf Facebook, Instagram, abonniert, liken und alles Zeug. Lehnt ein Abo da, bla bla, macht was ihr wollt, leckt meine Eier und schön etwas sagen. Wir brauchen euer Geld nicht, aber wir wollen es. Auf Facebook, auf Instagram und liken, auf Fame und Facebook und Likes und so. Soziale Medien, Instagram, Facebook, alles liken, Fame und dann. Oh, der Typ ist schlecht!
Ich werde nie mehr mit dem Leben ein Pizzer. Jetzt kann ich nicht anschauen. Schau, ich tue es sogar wieder aufnehmen. Schau, Ratsch, schau. Nein, schau, boah. Ist das jetzt echt ein Rettung gewesen? Ja, ich will das aufputzen. Warum das auf? Voll geschmacklos. Es gibt die Bäume sterben und du bist da der, der einfach da voll da das alles verschwendet. Ja, aber Bäume wachsen noch. Ja, aber dein Stolz nicht. Wie ihr seht, wir leben auch noch wie normale Menschen. Man nimmt es ja da, man denkt eigentlich, was die zwei Genies münden irgendwo auf dem Hügel in der Goldküste leben, aber wir haben auch nur eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Lieber kein Bein oder kein Arm? Bein! Weil ich dann ausprobieren würde, ob ich, wenn ich eine Reaktion habe, dann gleich aufrecht könnte stehen. Weil ich nie mehr in ein Fettnäpfchen würde treten. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich der King of the Fettnäpfchen bin. Aber du kannst auch, wie soll ich sagen, in ein Fettnäpfchen boxen. Ja, das kann ich auch. Da ist das Zimmer vom Master, wo alles begonnen hat. Da passiert der Magic leider zu wenig. Darum haben sie so viele Papiertürchen da rumeinander. Ich schmecke Chicken Nuggets. Ein Wurst-Käsesalat aus dem Kopf. 2 Computer. Shoutout to Bill Gates. Und ja, Ventilator, alles, was ein Junggeselle eigentlich braucht. High five. Nein, nicht Krebel, high five. Was ist eigentlich Kokain? Kokain. Hey, weil ich dem von euch ein Beileid bekommen will. Bei will ich sowieso kein Beischlaf mehr kriegen. Die sind fucking hilarious. Du kannst dich eigentlich verbessern, wenn du mit dir selber essst und du siehst deine Fehler besser. Alter! Waffenkullo! Wir sind eigentlich nichts anderes als Reisende, die auf einem Felsen hocken, der durchs Universum fließt. Wir sind die ganze Zeit fliegt. Schwimmt, reist, schwebt. Stell dir mal vor, es schwebt. Einfach alle Planeten gehen mit. Und wir sitzen auf so einem Felsbrocken, wo die Welt. Wie schnell sind wir dort so unterwegs? Keine Ahnung. Ah, übrigens, da ist das Wissen schon vorbei. Somit sind wir fertig mit der Besichtigung. Ihr könnt jetzt hier wieder die Türen rausgehen. Oder ich gehe die Türen raus. Und ich wünsche euch einen schönen Abend.